Hi Leute, hier ist High Carb Christian. Jedes Mal im veganen Sommerloch kommt mindestens einmal im Jahr irgendein reißerischer Artikel von Focus, Spiegel, Huffington Post oder von irgendwelchen veganen Bloginhabern, in dem behauptet wird, dass Feigen nicht vegan sind. Ich sehe das anders, weil ich nicht verstehe, wie man das so interpretieren kann, aber lasst mich kurz erläutern, was der Hintergrund der ganzen Geschichte ist. Eine Feige sieht ja so aus, wenn man die aufschneidet, sieht das innen so aus. So eine Außenhaut mit ganz vielen Knubbelchen drin. Und das, was hier drin ist, diese Knubbelchen, das sind im Prinzip ganz, ganz viele Blüten. Und wie wir wissen, Blüten müssen bestäubt werden. Und Bestäubung ist ja meistens durch irgendwelche, oder eigentlich immer durch irgendwelche fliegenden Sachen, wenn es nicht irgendwie Windbestäubung ist. Und ja, es gibt praktischerweise eine Feigenwespe, die in die Feige reingeht und das bestäuben kann. Allerdings ist das blöderweise so, die Evolution hat sich das blöderweise so ausgedacht, dass die Feigenwespe sehr oft ihre Flügel und Antennen verliert, nicht mehr rausfindet, in der Feige stirbt, von einem speziellen Enzym zersetzt wird und ja, die Stoffe, die sich daraus ergeben, werden Teil der Feige. Das wird jetzt zum Anlass genommen, um zu behaupten, dass Vegetarier und Veganer Feigen vermeiden sollten. Und das ist blödsinnig, denn man muss sich auch als Veganer die objektive Realität eingestehen, dass es eine Art Kreislauf gibt zwischen allen lebendigen Lebewesen auf dieser Welt. Und wenn man sich Boden anschaut, einfach so ein Quadratmeter Boden, und den mal aufschneidet, wird man ganz vielfältige Bodenorganismen finden. Manche kann man mit dem bloßen Auge sehen, wie zum Beispiel Regenwürmer, manche kann man nicht sehen, irgendwelche Bakterien oder Pilze. Und die gehören einfach dazu. Es würde auch ohne diese Bodenorganismen nicht funktionieren. Das ist zum Beispiel so, wenn ein Regenwurm stirbt, wird er in ganz viele verschiedene Makro- und Mikronährstoffe zersetzt, die dann letzten Endes auch die Bodengüte bestimmen. Und bei Feigen verhält es sich ja nicht anders. Also entweder kann die Feige bestäubt werden und dann evolutionär gesehen ist es halt so, dass die Feigenwespe und die Feige eine Art Symbiose eingegangen sind. Und die Feigenwespe dann manchmal drin stirbt. Oder neben einem Apfelbaum stirbt eine Wespe, die Wespe wird zersetzt, die Nährstoffe, aus denen die Wespe besteht, gehen zum Teil in den Apfelbaum über und dann in den fertigen Apfel. Würde man das jetzt zum Anlass nehmen, dass Äpfel nicht vegan sind? Das sehe ich nicht so. Wenn man sich wirklich darauf versteift, dass Feigen aus diesem Grund nicht vegan sein sollen, dann kann man eigentlich nichts essen. Wirklich gar nichts. Vielleicht noch Algen, aber es ist im Prinzip nichts, was auf Boden wächst, oder man pflanzt alles in Aquakultur an. Und das ist dämlich. Das ist so, als würde man versuchen, die Natur zum Veganismus zu erziehen und einfach die Realität zu ignorieren, dass das eben so ist, dass Lebewesen sterben, zersetzt werden und die aus dem Bestandteilen, aus den Lego-Steinchen, die sich daraus ergeben, wird ein neues Haus zusammengesetzt. Das ist einfach so, das geschieht auch mit uns Menschen, wenn wir sterben. Wir werden zersetzt und werden zu neuem Leben. Das ist eigentlich ziemlich cool von der Evolution. Und man muss sich auch fragen, wie kommt das bei Leuten, die nicht vegan sind oder vegan werden möchten, rüber, wenn man denen sagt, du darfst aus diesem Grund keine Feigen essen. Das wird auf ziemlich viel Unverständnis stoßen, denke ich mal, weil es auch meiner Meinung nach nicht logisch ist, das so zu handhaben. Und ja, wie attraktiv macht das den Veganismus, wenn man sagt, hör mal, du darfst jetzt nicht nur keine tierischen Produkte essen, du darfst auch natürlich erstmal keine Sachen von Großkonzernen kaufen, du darfst keine Sachen kaufen, die nicht biologisch angebaut worden sind, du darfst keine Sachen kaufen, die nicht biologisch und Fairtrade angebaut worden sind oder am besten, sie müssen eigentlich bio-vegan angebaut werden. Der Inhaber des Ladens, wo du das kaufst, muss auch vegan sein, genauso wie alle Angestellten, weil du ansonsten deren Schinken-Fleischwurst subventionierst. Ebenso alle in dem Gebäude verbauten Materialien müssen vegan sein. Du musst es auf eine vegane Art und Weise nach Hause transportieren, das heißt, das Fahrrad fällt raus, der Bus fällt raus. Das Auto fällt sowieso raus, also bleibt dir eigentlich nur laufen, aber dann musst du halt auch darauf achten, dass du nicht noch irgendwelche Tiere zertrittst. Du musst deine Ernährung absolut konstant halten, weil du ansonsten Mikroorganismen in deinem Darm töten wirst bei einer Ernährungsumstellung. Das heißt, du musst halt immer gleich viel Kohlenhydrate, Proteine, Fette etc. essen. Ist das irgendwie mit der Realität vereinbar?
Ich denke nicht. Ich denke auch, es ist nicht sinnvoll, sich über solche Sachen allzu große Gedanken zu machen, weil das von der Natur aus eben so ist. Genauso wie dass solche Sachen wie Äpfel bestäubt werden müssen. Ich glaube auch nicht, dass jemand ernsthaft argumentieren würde, dass weil Bienen irgendwelche Pflanzen bestäuben müssen, diese Pflanzen dann nicht mehr vegan sind, weil es halt ohne die Bienen nicht geht. Die meisten Veganer sind nämlich eigentlich Bienenliebhaber und sagen halt, dass aufgrund der Honigproduktion irgendwie Bienen getötet werden, was sich auch als Argument nicht so stehen lassen würde. Was ist sinnvoller? Ist es sinnvoller, sich darüber Gedanken zu machen, ob ein Stück Obst wie eine Feige vegan ist, weil evolutionär da drin vielleicht irgendwelche Feigenwespen sterben? Oder ist es sinnvoller, seine Gedanken auf real existierende Probleme zu lenken? Zum Beispiel, wie kann ich meinen ökologischen Fußabdruck senken? Man wird mehr Probleme dadurch lösen, dass man zum Beispiel in der Zeit, in der man darüber nachdenkt, ob Feigen vegan sind, den Energieversorger zu wechseln, als möglicherweise eine Feigenwespe zu retten, indem man keine Feigen mehr isst. Was auch im Grunde genommen fraglich ist. Wie seht ihr das? Ich finde die Sache ziemlich klar. Ich finde es ziemlich dämlich zu sagen, dass Feigen nicht vegan sind. Ich denke auch nicht, dass das irgendwem hilft, außer vielleicht einer Anti-Feigen-Lobby, falls es diese gibt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, Leute!